Ja, herzlich willkommen und schön, dass Sie alle dabei sind heute beim Webcast zum Thema Solving the Big Data Challenge for Autonomous Driving, also das Lösen der Datenherausforderung für das autonome Fahren. Mein Name ist Dominik Friedl. Ich bin Business Development Manager bei der NCT und gemeinsam mit unseren Partnern darf ich Ihnen heute einen Einblick geben, wie Daten für das autonome Fahren gesammelt, transferiert, gespeichert und verarbeitet werden. Und um direkt reinzustarten, möchte ich Ihnen einen ganz kurzen Überblick, was wir eigentlich bei NCT tun. Wir als NCT sind ein japanisches Telekommunikationsunternehmen und einer der führenden IT-Infrastrukturdienstleister. Und das heißt, es fängt an bei der ICT-Infrastruktur, des Submarine Cables, Rechenzentren, Konnektivitätslösungen, Cloud-Lösungen, geht dann hoch zu verschiedenen anderen Services, wie zum Beispiel Consulting, Technical oder Managed Services und Support und natürlich auch Intelligent Workplace, Intelligent Infrastructure und Intelligent Cybersecurity. Ja, da ich aus dem Data Center Umfeld komme, ein kurzer Einblick darüber, was wir in Rechenzentren verstehen. Unsere Rechenzentren, die vorher unter dem waren und jetzt unter dem Namen Data Centers bei NCT, sind ungefähr 160 Rechenzentren weltweit in 20 verschiedenen Ländern. Wir stellen für unsere Kunden Plattformen, die Kühlung, die Sicherheit zur Verfügung und alle Kunden genießen bei uns auch den direkten Zugang zu allen großen Cloud-Providern. Durch unser Technology Experience Lab mit mehr als 140 Partnern und mehr als 80 Use Cases geben wir die Möglichkeit, innovative IT-Szenarien einfach und unverbindlich zu testen und zu validieren. Ja, wir sprechen heute über Mobilität und genauer gesagt über autonomes Fahren. Und der Trend geht ja zu vier großen Richtungen in der Mobilität. Das ist einmal elektrisch geteilt, also shared, dann connected, also miteinander verbunden und vor allen Dingen autonom. Und dieser Trend des autonomen Fahrens, der wird auch nochmal unterstrichen durch eine ganz interessante Zahl. Und zwar bis 2050 sollen ungefähr 45% aller Fahrzeuge auf den Straßen autonom unterwegs sein. Und da stellt sich natürlich eine große Frage und eine große Herausforderung, denn es werden fürs autonome Fahren auch extrem viele Daten benötigt. Und für dieses Training von diesem erweiterten Fahrerassistenzsystem, also von diesen ADAS-Systemen, werden weitaus mehr Daten benötigt, als so ein Fahrzeug einfach mal eben über drahtlose Verbindungen, also sprich über Mobilfunk, ins Rechenzentrum schicken kann. Und um diese Datenherausforderung nochmal genauer zu beleuchten, ist es wirklich so, dass diese autonomen Autos, um die zu trainieren, um sozusagen das Gehirn der Autos zu trainieren, entsprechend natürlich viele verschiedene Daten für diesen Entwicklungsprozess benötigen. Und deswegen fahren Stand heute auch schon große Testflotten durch die Gegend und sammeln entsprechend reale Umgebungsdaten mit verschiedenen Sensoren, also wie Kameras, Radar, LIDAR und Co. Und diese Daten, das beträgt ungefähr 120 Terabyte pro Fahrzeug pro Tag, die müssen natürlich auch ins Rechenzentrum weitergeschickt werden, um da dann die Daten zu verarbeiten, anzureichern und eben für weitere Verwendungen verfügbar zu machen. Und dementsprechend wird für diesen kompletten Prozess, also Daten sammeln, Daten weiterschicken, Daten verarbeiten und abspeichern, eine sehr komplexe Kette an Technologien benötigt und dementsprechend auch viele verschiedene Provider im Normalfall. Und dementsprechend haben wir uns zusammengesetzt mit verschiedenen Partnern. Das ist einmal DB Plus, die in diesem Projekt die Recording-Technologien zur Verfügung stellt, die in dem Auto eingebaut sind.
dann IBM, die die Speicherlösung für das Rechenzentrum zur Verfügung stellen, dann Incender AI, die die entsprechenden AI-Algorithmen, also Algorithmen zur künstlichen Intelligenz für die Datenqualitätssicherung zur Verfügung stellen. Dann haben wir die Lenovo mit dabei für die entsprechende Hardware, also zum Speichern und auch zum Verarbeiten der Daten und schlussendlich auch uns als NTT, wo wir als Rechenzentrumsunternehmen entsprechend den Platz zur Verfügung stellen. Und dieses ganze Projekt nennen wir die Data Garage oder die Datengarage. Und wie sieht dieses ganze Konzept aus? Klar, am Anfang müssen erstmal diese Testflotten auf den Straßen fahren, um Daten zu sammeln. Und die werden dann im Kofferraum des Autos auf einem Server gespeichert. Die Daten müssen dann natürlich auch aus dem Kofferraum entnommen werden. Das heißt, es sind kleine Einheiten, die dann entsprechend in das Rechenzentrum geschickt werden. Dort werden die eingespielt mit einer sogenannten Copy Station. Die Daten werden dann im Rechenzentrum entsprechend gespeichert mit einem Object Storage. Anschließend müssen die natürlich erstmal prozessiert, also verarbeitet werden, um eine entsprechende Qualität der Daten sicherzustellen und die Daten entsprechend mit verschiedenen Zusatzinformationen anzureichern. Und schlussendlich werden die Daten auch in die Cloud hochgeladen, um den richtigen Parteien, den richtigen Mitarbeitern eines Unternehmens dann diese Daten auch zugänglich zu machen und entsprechend dafür zu sorgen, dass dieses ADAS-System, also dieses Fahrerassistenzsystem von den jeweiligen Unternehmen und Automobilherstellern auch trainiert werden kann. Und das Ganze kann man natürlich auch nochmal unterteilen, wo das passiert. Auf der einen Seite das Recording und auch das Offloading zum Teil auf der Straße und die anderen Teile hinten raus entsprechend dann im Rechenzentrum und in dem Fall dann eben bei uns im NTT Global Data Centers. Und wir haben das ganze Test-Setup wirklich schon auch aufgebaut bei uns im Technology Experience Lab in Frankfurt, um das Ganze auch schon anfassbar testen und zu verproben. Ja, was verstehen wir unter Rechenzentren für Mobilitätsdaten? Da gibt es natürlich auch verschiedene Voraussetzungen und verschiedene Dinge, die erfüllt werden müssen. Einerseits haben wir natürlich da ein massives Datenwachstum zu verzeichnen, wo man eine flexible und skalierbare Fläche braucht, also eine Umgebung im Rechenzentrum, wo man schnell anfangen kann und auch nach und nach erweitern kann. Natürlich spielt auch Hybrid Cloud eine große Rolle. Das heißt, man möchte die Daten an verschiedenen Orten speichern, sehr kritische Daten, beispielsweise on-premise in der eigenen Infrastruktur und große Datensätze oder andere verschiedene Daten, dann zum Beispiel auch in der Public Cloud. Und da braucht man entsprechende Verbindungen dahin, am besten mit einer niedrigen Latenz und mit einem direkten, mit einer direkten Verbindung. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass man für verschiedene Analysen und für stark performante Verarbeitungen auch eine hohe Stromdichte und eine sehr gute und starke Kühlung hat. Und dann gibt es aber natürlich auch geschäftliche Voraussetzungen, wie beispielsweise eine durchgehende Verfügbarkeit der Hardware oder auch natürlich die Sicherheit der Hardware, die strengstens überwacht werden muss mit verschiedenen Compliance Möglichkeiten und schlussendlich auch die Regulatorien, die gerade in Deutschland sehr, sehr stark sind. Das heißt, jeder IT-Prozess, auch in der Automobilindustrie, muss entsprechend überwacht sein und mit entsprechenden Zertifizierungen auch untermalt. Hier nochmal zwei Bilder, wie wir Rechenzentren bauen, was wir uns unter Rechenzentren vorstellen. Das heißt, wir haben wirklich an verschiedensten Standorten in Deutschland, aber auch eben darüber hinaus viele Rechenzentren in den großen Städten und die sind wirklich Fußballfelder groß, das sind mehrere Gebäude. Das sind jetzt in dem Fall Bilder von unserem Rechenzentrum in Frankfurt. Ja, und um nicht nur über Rechenzentren zu reden, sondern über das komplette Thema der Data Garage, hier die Ankündigung der heutigen Speaker. Wir haben einerseits den Alexander Noack von B+ mit dabei, den Frank Krämer von IBM, der Florian Netter spricht von Incender und der Carsten Kutzer ist auch von Lenovo noch mit dabei. Und dementsprechend bleibt mir nur noch Ihnen viel Spaß zu wünschen. Ich hoffe, Sie bekommen interessante Einblicke. Wenn Sie Fragen haben,
können Sie die jederzeit im Chat stellen. Ich werde die am Ende der Vorträge aufgreifen und den jeweiligen Speakern auch direkt stellen. Wir haben das natürlich, wie gesagt, auch alles live verfügbar im Technology Experience Lab in Frankfurt. Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, das Ganze zu testen. Das heißt, Sie können gerne auf uns zukommen und wir sind auch gerade dabei, über das ganze Thema ein White Paper zu veröffentlichen. Das heißt, Sie müssen sich nur noch kurz gedulden und bekommen dann auch einen tieferen Einblick in diese ganze Thematik. In diesem Sinne übergebe ich an den ersten Speaker und wünsche Ihnen viel Spaß. Genau, der Alexander Noack. Herzlich willkommen, mir ist Alexander Noack. Ich bin der Kopf des Business Centers Automotive Electronics bei B+. Eine kurze Vorstellung zum Thema B+. Dominik Friedl hat uns ja schon entsprechend kurz angerissen. Vielleicht schauen wir einfach mal auf die Details der Firma. Wir sind ein Unternehmen, das 250 Mitarbeiter umfasst. Unsere Headquarter ist in Deggendorf, das ist eine Stunde östlich von München in Niederbayern im Südosten Deutschlands. Der Fokus der Firma ist auf das Thema Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, autonomen Fahren, aber auch Themen wie Connected Car und das Thema mobile Maschinen entsprechend fokussiert. Das heißt, in diesem Konstrukt, das Sie gerade gehört haben, in dieser Data Garage, in diesem Projekt, sind wir der Spezialist für alles, was im Fahrzeug passiert. Auf dem Foto sehen Sie schon mal, wie so ein Aufbau aussieht, den wir im Fahrzeug verbringen. Und es geht uns immer darum, sehr hohe Bandbreiten verlässlich, sicher und zeitsynchron aufzeichnen zu können. Vielleicht schauen wir einfach mal weiter auf die Details. Das heißt, in diesem Konzept der Datengarage finden wir uns links, dort, wo es Data Recording im Fahrzeug, Testflotten und bis zum Thema Data Offloading, wo die Schnittstelle dann letzten Endes auch in das Datencenter vorhanden ist. Wir schauen jetzt mal ganz links auf den Teil des Datenrecordings im Fahrzeug. Das heißt, wie gehen wir dort vor? In der Regel haben wir ein bis x Sensoren natürlich im Fahrzeug, die sehen wir ganz links. Dort haben wir dann entsprechende Schnittstellen auch, mit denen wir das Ganze wandeln auf Standardtechnologie, in diesem Fall 10 Gigabit Ethernet zum Beispiel. Wir haben zum Teil Switch-Komponenten mit drin, zum Teil künstliche Intelligenz-Plattformen, die die Möglichkeit bieten, bereits im Fahrzeug entsprechende Vorgänge zu rechnen, Algorithmen zu testen, vielleicht auch ein neuronales Netz mit anzusetzen, etc. Der wichtigste Teil in diesem Konstrukt allerdings ist der Recorder. Das heißt, dort müssen wir sicherstellen, dass die Datenströme, die im Fahrzeug existieren, entsprechend sicher und zeitsynchron abgespeichert werden können. Dann gibt es noch einen Link über ein Gateway in die Cloud letzten Endes, um dort ein Flottenmanagement mit anbieten zu können. Der primäre Pfad, den wir hier aber sehen, geht dann über den Data Ingest ins Data Center. Das haben wir vorher auch schon gesehen in dem ganzen Überblick. Hin zum Simulation in the Loop. Das heißt, am Ende des Tages werden die Daten, die wir einfahren, natürlich dann auch für die weitere Verarbeitung genutzt, für das Training von künstlicher Intelligenz, aber auch für das Thema SIL, HIL oder wie auch immer man simulieren will. Wenn wir einen Blick weiter schwenken auf das Thema des Fahrzeugs, das wir in diesem Konstrukt, in diesem Projekt auch zur Verfügung stellen, darauf habe ich jetzt mal noch meinen Fokus gelegt und will Ihnen kurz vorstellen, wie wir da vorgehen, was wir darin verbaut haben. Es handelt sich um einen Mercedes C-Klasse T-Modell, der dort aufgebaut wird, bei unserem Partner, der Firma Bertrand. Und im Detail sieht das Ganze dann so aus, wie es auf den nächsten Folien auch zu sehen ist. Das heißt, wir haben eine Ausstattung gewählt, die relativ generisch ist. Das heißt, wir verwenden Kameras, die im Markt frei verfügbar sind. Wir setzen dort auf Leopard Imaging Kameras, ein Hersteller aus USA, der sehr aktuelle Imager-Technologien kombiniert mit auch den aktuellsten Übertragungsmedien. Wir haben uns dort entschieden, 8 Kameras zu verbauen, an den Rückspiegeln nach vorne gerichtet, vorne im Fahrzeug und natürlich hinten. Man sieht es in der schematischen Darstellung ganz gut. Als Referenzkamera gibt es eine Gigi Vision Kamera, die mit eingebaut wird. Wir haben nach vorne einen LiDAR gerichtet und einen 360-Grad-LiDAR auf dem Dach, den man hier ganz gut sieht. In Summe bedeutet es, wir haben entsprechende Bandbreiten, die von den einzelnen Sensoren zur Verfügung gestellt werden.
In diesem Fahrzeug exemplarisch sind es etwas über 1 Gigabyte pro Sekunde, die wir permanent aufzeichnen können. Das Setup ist jetzt einigermaßen repräsentativ für den Stand, den wir heute haben. Wenn wir natürlich nach vorne schauen, wird das noch mit viel, viel mehr Sensoren angereichert. Wir haben aber hier explizit darauf verzichtet, irgendwelche kundenspezifischen Sensoren mit einzubringen und deswegen auf sehr generische Standardproduktthemen gesetzt, die man auf jeder Messe auch entsprechend zeigen kann und in dem Konstrukt auch immer wieder vervielfältigen kann. Das ganze Konstrukt sieht so aus, man hat auf der linken Seite jetzt die Sensoren, die wir dort mit angedockt haben. Wir setzen diese Daten entsprechend über sogenannte Messdateninterfaces um auf Standardtechnik, wie jetzt in dem Fall 10 Gigabit Ethernet. Wir docken natürlich an CAN an. In vielen Fällen haben wir dort an CAN auch noch entsprechende weitere Sensoren wie Radar oder ähnliche Dinge mit dran. In dem Fall ist es CAN vom Fahrzeug letztendlich. Die LIDAR gehen über 1 Gigabit Ethernet. Wir gehen dann auf das Thema, wohin verteilen wir die Daten, mit Hilfe eines Switches, der im Fahrzeug verbaut wird, ein Automotive Grade Switch, der auch Zeitsynchronisierung entsprechend mit anbietet. Diese Daten werden dann weitergeleitet auf einen Recorder Cluster, bestehend in diesem Fall aus 2 unserer sogenannten BRIC-Systeme. Das sind Recorder, die entsprechend die Bandbreite sehr verlässlich abspeichern können. Jeder von denen besitzt ein Cartridge, das oben drauf sitzt. Das Cartridge kann 32 bis 64 Terabyte annehmen und entsprechend sicher abspeichern. Das Ganze wird noch angereichert über ein Connected Interface. Das heißt, das Fahrzeug ist auch über ein Flottenmanagementsystem erreichbar. Ist auch dahingehend erreichbar, dass man feststellen kann, wie geht es denn dieser Messtechnik, die im Fahrzeug verbaut ist? Wie geht es der Sensorik, die im Fahrzeug verbaut ist? Ist alles auf dem richtigen Softwarestand? Gibt es Notwendigkeiten, irgendwelche Updates over the air für die Messtechnik oder auch für den Sensor zu fahren? Oder um einfach nur festzustellen, wo ist das Fahrzeug, wie viele Daten haben wir jetzt bisher auf der Platte eingefahren und wie geht es dem System insgesamt? Das Ganze wird noch ergänzt um einen sehr leistungsfähigen, wir haben das Ganze unter dem Thema Compute mit angedockt, ein sehr leistungsfähiges Rechnersystem. Das in diesem Fall bis zu 2 Xeon-Kerne beinhaltet und auch bis zu 2 GPUs mit beinhalten kann, konfigurierbar in dem System. Das dient dazu, im Fahrzeug bereits die Themen der künstlichen Intelligenz testen zu können, entsprechende Algorithmen mitlaufen lassen zu können, Visualisierungen vielleicht auch ein Stück weit darzustellen und ähnliche Dinge im Fahrzeug tatsächlich vorzunehmen. Ganz oben sehen wir dann noch ein Storage. Das ist hier ein Zentralstorage. Dort gehen wir den Schritt Datencenter-Technologie, die wir aus dem Datencenter heraus kennen, in fahrzeugtaugliches Package zu bringen und dort einen zentralen Knotenpunkt zur Verfügung zu stellen, der alle Daten entsprechend aufzeichnen kann, um im Vergleich zu dem, was wir unten sehen, 2 Recorder, 2 Cartridges, auch die Möglichkeit zu bieten, ein einzelnes Device zu haben, das alle Daten entsprechend auf einem zentralen Platz zusammenfährt. Das Ganze ist natürlich auch über ein entsprechendes Bedienkonzept benutzbar. Wir sehen oben 2 Bildschirmdarstellungen, wie sieht die Software letztendlich aus, mit der wir im Fahrzeug dann auch unterwegs sind, wo wir visualisieren können, wo wir auch entsprechend vorangehen können. Und unten noch ein Tablet, das letztendlich das User Interface darstellt. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, dem Fahrer entsprechend konfigurierbar ein Dashboard zur Verfügung zu stellen, um zu sehen, welche Tags hat er denn. Das Wichtigste in diesem gesamten Konstrukt, was wir hier gesehen haben, ist das Thema Zeitsynchronisierung. Das heißt, alle diese Rechnersysteme sind entsprechend zeitsynchronisiert. Wenn das Ganze jetzt ins Datencenter geht, dann haben wir jetzt hier gesehen, die Cartridge wandert quasi aus dem Fahrzeug heraus in die Ingest Station. Die Ingest Station sitzt bereits im Colocation Data Center bei NTT in diesem Fall. Im Innovation Lab haben wir dort die entsprechende Installation auch vorgesehen. Das heißt, die Daten werden physikalisch hierüber transferiert. Dann geht das Ganze weiter über 40 Gigabit Ethernet oder was auch immer die Anbindungstechnologie sein soll ins Datencenter tatsächlich, um dann entsprechend auf den Serverplattformen auch seinen Platz zu finden. Dort übergeben wir die Daten dann letzten Endes ans Datencenter. Wir haben das vorher gerade gesehen bei der Vorstellung von Dominik Friedl, wie es dann dort aussieht, wie es dort weitergeht. Und an der Stelle übernimmt dann auch einer unserer Partner in dem Konstrukt die Daten weiterhin
und sorgt sich um die Weiterverarbeitung. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick zurückwerfen auf das gesamte Fahrzeug, auf das gesamte Setup, dann sehen wir hier einen recht komplexen, aber dynamischen und modular ausbaubaren Aufbau, den man jederzeit auch klein anfangen und groß werden lassen kann. In dem Beispiel zeigen wir ein Fahrzeug, wie es exemplarisch von uns jetzt aufgebaut wird und was so die ganze Leistungsfähigkeit unserer Hard- und Softwarekette, die wir unter dem Namen Avito Toolchain entsprechend zusammenfahren. Das heißt, wenn wir weiterschauen, wird sich das Ganze entsprechend fokussieren und wir sehen dann den Übergabepunkt auch in Richtung IBM. Und damit bedanke ich mich erst einmal nochmal Alexander Noack, Firma B+. Hier ist ein QR-Code mit drin. Sie erreichen mich natürlich über LinkedIn und die entsprechenden Kontaktdaten stehen auch zur Verfügung. Vielen Dank. Damit übergebe ich weiter an IBM. Ja, hier ist der Frank Krämer von der Firma IBM. Ich bin Systems-Architekt und begleite das Projekt von der Datenseite her und wollte Ihnen jetzt kurz vorstellen, die Daten, die aus dem Auto gekommen sind, wie wir die jetzt weiterverarbeiten. Ja. Um uns nochmal zu positionieren, damit wir alle den Blick haben, wo wir jetzt sind. Ja, wir haben die Straße verlassen, haben die Daten im Datacenter jetzt angelandet. Dort kommen diese Cartridges, das sind Portable SSD-Devices. Die werden in die Upload-Stations eingelegt und von diesen Upload-Stations, da sind ja sehr viele Daten drauf, die werden wir jetzt zu einer Weiterverarbeitung bringen. Ja. Die Gesamtkette, und die will ich hier mal nur kurz anreißen, weil wir natürlich in diesem Projekt, was wir jetzt gestartet haben, nicht die Gesamtkette abbilden können und wollen, aber einfach um mal klar zu machen, wie die Gesamtkette ist, ja, also Datenaufnahme im Auto, ich muss dann Richtung Ingenieure eine Scene Selection auswählen, weil ja nur gewisse Daten sicherlich valide und wichtig sind. Da kommen wir gleich noch drauf. Muss ein entsprechendes Labeling vornehmen, muss dann mit den Daten, die ich schon habe und den neuen Daten ein entsprechendes AI-Algorithmentraining machen, um natürlich, das Ganze wird ja über AI-Methoden gelöst, ein AI-Modell zu bekommen. Dieses AI-Modell, bevor ich das auf die Straßen bringen kann, muss ich das natürlich erstmal in die Simulation reingeben. Hill, Sill, Mill, was immer dort simuliert wird, ist natürlich ein riesiger Aufwand. Und am Ende wird dieses Modell dann in einen neuen Testwagen eingebaut, in die dortige Elektronik, und dann geht die Kette quasi wieder von vorne los. Das Ganze ist also ein extrem iterativer Prozess und das Ganze lebt über damit, dass es um sehr viele Daten geht und dass die Daten in verschiedensten Formaten, in verschiedensten Varianten zur Verfügung sein müssen. Und wir starten jetzt mal sozusagen an der Einstiegskette hier. Und die Einstiegskette, das haben wir uns überlegt, das sieht man auf der nächsten Slide dann, dass wir dafür ein Object Storage benutzen. Ein Object Storage für denjenigen, denke ich, viele wissen, um was es dort geht. Das ist was, was ich mit S3-Protokoll ansprechen kann. Ne? Also, und S3-Protokoll, das ist definiert, gibt eine quasi API für, ist sehr, sehr elegant, ist eine sehr distributed Architecture, kann ich also über ein HTTPS sprechen. Es ist sehr, sehr skalierbar. Verwendet in der Regel, was also die Datenablage verwendet, einen Erasure-Coding-Algorithmus. Das heißt also, es wird nicht mit klassischen RAID-Verfahren gerechnet, sondern mit einem Software-RAID-Algorithmus. Und das ist eigentlich State of the Art, was man überall verwendet. Das, was wir hier als Innovation hier mit reinbringen, ist, dass wir beide Welten bedienen können. Wir können sowohl die On-Prem-Welt bedienen. Das heißt also, ich benutze die Daten in meinem eigenen Rechenzentrum, Klammer auf, in meiner Colo-Fläche, um diese Daten mit meiner Hardware abzulegen. Ich kann das aber auch kombinieren, dass ich das mit dem Cloud-Modell mache. Wir können hier auch Custom-Metadaten unterstützen, das heißt also Tags, die im Auto schon generiert werden, können wir also an die Daten dranhängen, dass die weitere Verarbeitungsketten hintendran gleich schon, sagen wir mal, einen gewissen Anteil von Metadaten bekommen, die dann sehr, sehr intelligent angereichert werden kann. Man sieht hier deutlich, also wir
Daten kommen rein über eine Accessor Frontend, das ist ein Stateless Design, dort läuft also HTTP-Protokoll, dort wird der Slice-Algorithmus angesprochen. Der Slice-Algorithmus ist dort, wo die Daten tatsächlich hinkommen. Das haben wir mit dem Partner Lenovo gemacht und das haben wir auch realisiert und das ist zeigbar. Wir haben, glaube ich, 100 Terabyte haben wir da jetzt Nutzdaten drin. Das ist schon eine ordentliche Hardware-Installation. Man kann das aber auch natürlich sehr, sehr stark ausbauen. Auf der nächsten Folie sieht man dann so ein bisschen das, was hinter so einem Object Store steht. Viele kennen ja Object Store nur als Frontend. Ja, gebe ich was rein, kann ich was rausholen, aber da steckt eine ganze Menge hinten dran. Ja. Also zum Beispiel muss ich so Dinge definieren wie Object Expiration. Ja. Wann wird ein Object gelöscht in so einem Teil? Ja. Oder auch wenn Object Notification. Das heißt, wenn ich also da was reinlade, kann ich hinten dran Algorithmen definieren, die sofort über einen Trigger, da ist was Neues, dann eine weitere Verarbeitungskette quasi ansteuern. Das ist enorm wichtig, um diese Gesamtkette effizient zu gestalten. Weiterhin wichtig ist, und das habe ich eben schon kurz erwähnt, ist, dass wir einen sehr, sehr intelligenten Hybrid-Cloud-Mix dort machen können. Wir können also so ein Object Store sowohl private in der Colo installieren und das kombinieren mit einem Public-Cloud-Ansatz. Und das ist, glaube ich, das Besondere daran. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, dass wir damit die Kosten besser in den Griff kriegen. Wenn ich all meine Daten zu AWS oder Azure pumpe, dann ja, muss ich da natürlich eine entsprechende Kreditkarte hinterlegen. Dem kann ich mit einem Private-Ansatz intelligenter entgegenstellen und kann beides sinnvoll kombinieren. Wichtig ist auch die Deployment-Option. Und das sehen wir auf dem nächsten Bild. Deployment heißt, ich kann also, und das haben wir jetzt realisiert, wir haben eine Single-Colo-Site, sind in einem Data-Center, in einer Suite, bei eShelter in Frankfurt, FRA 1, und können dort unsere Daten ablegen. Aber für solche Daten, die ja sehr wichtig sind, und das haben wir ja schon gesehen, und auch die Verarbeitung, Weiterverarbeitung der Daten wird ja durch die Welt passieren. Ja, Labeling in Rumänien, in Indien, wo auch immer, Kollegen in den USA, die darauf Zugriff brauchen, macht es vielleicht Sinn, diese Daten tatsächlich auch georedundant aufzubauen. Das heißt also über zwei Sites zu ziehen, über drei Sites oder über N Sites zu ziehen. Und auch das ist alles supported. Haben wir natürlich jetzt in POC, haben wir mit einer Single Site gestartet. Wir können das ausbauen. Und das ist ganz besonders wichtig, dass man also in der Datenarchitektur sich überlegt, wie will ich diese Daten kategorisieren, wie will ich die aufbauen, wo will ich die zur Verfügung stellen, mit welchen Kosten will ich die sozusagen zur Verfügung stellen und wie soll die Weiterverarbeitung dann da laufen. Und das ist, glaube ich, besonders wichtig daran. Auf dem nächsten Bild haben wir dann nochmal dargestellt und da sieht man so ein bisschen die beiden Optionen. Links, das ist das, was wir realisiert haben, IBM Cloud Object Storage as a System, das ist die einfarbige blaue Lösung, On-Prem in einer eigenen Location. Ich kann das aber kombinieren mit einer Cloud-Lösung. Das ist dieses farbige Logo, dieselbe Software, derselbe Funktionsumfang, auch verfügbar bei NTT in der IBM Cloud. Und das ist die Service-Lösung. Das ist das, was ich sozusagen von IBM als Service bekomme. Dort natürlich auch entsprechend abgerechnet wird mit dem anderen Modell. Das ist dann verbrauchsabhängig. Die rechte Seite ist vor allem dann spannend, wenn ich Wide-Area-Verbindungen machen will. Ja, IBM Cloud geht ja durch die ganze Welt und das sehen wir auf der nächsten Seite. Da gibt es noch einen zusätzlichen Service, den wir hier mit anbinden. Und das ist vor allem wichtig für Warentransfers. Also wenn ich diese Daten dann durch die Welt verbringen will, dann habe ich ja oft Latenzen und Netzwerke, die nicht 100% perfekt funktionieren, sondern da brauche ich in der Regel Beschleuniger, Softwarebeschleuniger, die diese Daten sehr effizient sozusagen duplizieren, replizieren, durch die Welt verbringen, die Nutzleitung, also die Nutzlast auf den Wide-Area-Datenleitungen möglichst gut auslasten. Und dafür vernehmen wir dann eine Software von der Firma Aspera, IBM-Tochter, und diese Software wird dafür eingesetzt, diese Warenbeschleunigung zu machen. Um Ihnen mal ein Beispiel zu zeigen, was das tatsächlich heißt, haben wir mal auch einen Test natürlich hier gemacht oder wurde ein unabhängiger Test gemacht. Der Testreport ist auch zur Verfügung. So ein Wide-Area-Transfer simuliert oder real gemacht von USA nach Indien mit einer 20-Gigabyte-File und mit noch mehr größeren Dateien. Und da sieht man, dass das, obwohl es
alles Object Store ist, ja, immer S3-Protokoll, trotzdem kann ich es intelligent machen und ich kann es schnell machen oder ich sozusagen muss viele Pakete sozusagen resenden, weil ich halt Retransmits auf der Leitung halt habe. Und das macht sowohl einen Unterschied in der Geschwindigkeit als auch natürlich in der Gesamtverarbeitungskette. Und das kann maßgeblich sein. Und all das können wir realisieren. Dafür haben wir zwar jetzt klein gestartet, aber all das ist verfügbar mit allen Partnern, mit denen wir hier in diesem Projekt sind. Und ja, freue mich drauf und hoffe auch, dass wir dann natürlich in den nächsten Generationen von dem Projekt dann auch noch die weiteren Datenketten dann ansteuern können, ne, die natürlich auch mega, mega spannend sind. Ja, das war's und dann gehen wir jetzt Richtung AI weiter, glaube ich. Vielen Dank. Ja, Frank, vielen Dank für die Überleitung. Erstmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Florian Netter. Ich bin Co-Founder von Incenda AI. Incenda ist ein Startup, gegründet Anfang letzten Jahres. Und ja, wir beschäftigen uns mit der Qualitätssicherung für künstliche Intelligenz. Aktuell fokussieren wir uns auf das ganze Thema Daten. Hier werde ich im Folgenden nochmal drauf eingehen und sind damit dabei, ja, sind mitten in der Data Challenge sozusagen. Ja, unsere Vision ist, künstliche Intelligenz so sicher und robust wie möglich zu machen. Und wie das Ganze funktioniert, das sehen wir in den folgenden Slides. Der Frank hat ja schon den Schritt davor erklärt. Die Daten wurden aufgenommen, die Daten sind jetzt gespeichert. Was machen wir mit diesen Daten? Also wir sind jetzt im Step Data Processing und da möchte ich Ihnen jetzt einen Überblick geben, welche Lösungen Incenda hier zu bieten hat und was wir genau in diesem POC beitragen. Einsteigen möchte ich mit einer Übersicht zum KI-Entwicklungsprozess. Der ist jetzt wirklich sehr high level. Ich möchte aber zwei Dinge hier erklären. Einmal ist es ja so, dass die Kunden, egal ob das ein OEM ist oder Tier 1 oder andere Companies hier in verschiedenen Domänen erstmal spezifizieren müssen, was soll mein KI-Modell machen und welche Daten brauche ich. Und auf Basis von dieser Spezifikation werden die Daten gesammelt, die Daten werden gelabelt. Nach dem Labeling ist es aus unserer Sicht sehr empfehlenswert, eine Qualitätssicherung durchzuführen, um eben die entsprechenden Labels auf Korrektheit zu prüfen, um damit dann wirklich ein hochqualitatives Datenset zu erstellen. Mit diesem Datenset wird dann trainiert und dieses Modell wird dann sozusagen in der produktiven Anwendung mit integriert. Und hier sieht man nochmal zwei wichtige Dinge. Wir haben halt als Incenda halt gesagt, na gut, um KI sicher und robust zu machen, muss man bei den Daten anfangen. Wenn ich die falschen Daten aufnehme, also mit dem falschen Inhalt, bekomme ich nachher eine schlechte AI-Model-Performance. Wenn die Labels falsch sind, wird sozusagen mein Modell falsch angelernt und man bekommt auch eine schlechte Performance. Das ist der Grund, warum wir hier uns auf die ganzen Datenthemen stürzen und versuchen, hier Lösungen anzubieten. Wir sind in zwei Dingen unterwegs, das werden wir in den nächsten Folien auch sehen. Einmal supporten wir den Prozess der ganzen Data Collection und einmal der ganzen Qualitätssicherung nach dem Labeling. Ja, gehen wir in das Thema Data Collection rein. Wir wollen die Data Collection intelligent machen. Und wir haben da einen POC und wir werden das zu einem Framework weiterentwickeln, wo wir drei Use Cases abbilden. Einmal ist es so, dass wir die aufgezeichneten Daten taggen, mit Metainformationen versehen, sodass man danach diese Daten filtern kann. Sie müssen sich vorstellen, wir reden hier wirklich von Terabytes, die hier aufgezeichnet werden von einer Flotte. Und letztendlich, es geht darum, einen Überblick über die aufgezeichneten Daten zu bekommen. Und das Ziel ist auch, die richtigen Daten fürs Labeling auszuwählen. Und dazu haben wir eben hier einen Data Tagging Algorithmus entwickelt, wo wir zum Beispiel rausfiltern können,
in welchen Daten ist eine nasse Straße zum Beispiel oder wo ist Regen vorhanden zum Beispiel oder wo sind mehr als 5 Personen auf den Straßen, wo gibt es mehr wie 10 Verkehrsteilnehmer, wo sind Kreuzungssituationen und so kann man aus den ganzen Daten, die aufgenommen wurden, entsprechend filtern. Der zweite Use Case ist, dass wir die ganzen Edge Cases detektieren, also Cases, die eher selten vorkommen, wie zum Beispiel Tiere auf der Straße oder auch spezielle Verkehrsteilnehmer erkennen, wie zum Beispiel eine Rikscha. Und der dritte Use Case ist, dass wir eine Metrik berechnen, wie repräsentativ die aufgezeichneten Daten im Vergleich zum bestehenden Datenset sind. Man sollte ja vermeiden, dass sehr ähnliche Datenpunkte in das Datenset wandern, sondern die Daten sollten ja auch repräsentativ und eine gewisse Diversität haben, ja, damit man vor allem auch alle Klassen entsprechend repräsentiert in dem Datenset und das Datenset, dass man im Endeffekt ein Balanced Dataset bekommt. Zu dem Use Case analysieren wir das bestehende Datenset und das ist sozusagen ein Input für unsere Algorithmen. Das Ziel ist, dass wir wirklich eine schnelle und guten Selection Process fürs Labeling haben. Warum? Labeling ist teuer, Labeling kostet Zeit und man sollte wirklich nur die Datenpunkte weitergeben, die das Datenset sozusagen mit dem richtigen Inhalt anreichern. Das ist das Ziel vom Intelligent Data Collection Framework und wenn wir auf die nächste Seite schauen, dann wird es nochmal klar, was wir hier in dem POC machen. Das heißt, die Daten werden hochgeladen, also entweder analysieren wir die Daten schon während des Uploads oder wir analysieren die Daten, wenn sie schon in der Cloud liegen und konvertieren die sozusagen in ein Standardformat, wenn sie nicht schon so vorliegen und dann kommen unsere Algorithmen zum Tragen und diese Algorithmen, man sieht hier auf der linken Seite ein Bild von der klassischen Situation auf der Autobahn. Wir würden eben dann zum Beispiel die entsprechenden Verkehrsteilnehmer erkennen, wie zum Beispiel ein Truck oder Traffic Science oder eben Autos. Aber wir würden aber auch noch eine XML-Datei erstellen, kann auch JSON sein oder jedes beliebige Format, das ist anpassbar, wo wir eben sonst noch Metainformationen mit anfügen. Zum Beispiel, welche Lichtconditions haben wir? Welche Wetterconditions haben wir? Wo fahren wir überhaupt? Ist es in der Stadt? Ist es in der Highway? Wie ist die Driving Situation? Haben wir eine Kreuzung? Geht es eher geradeaus? Haben wir Kurvensituationen? Und da könnte man sich noch beliebige andere Informationen vorstellen, die wir hier raus extrahieren können. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und aufgrund dessen könnte man eben oder kann man danach die Daten filtern, dass man sagt, ich hätte gerne eine Autobahn mit Regenwetter, mit mindestens einem Truck und 3 Autos drauf. Und so kann ich dann die Data Scientists und die AI-Engineers unterstützen, die richtigen Daten fürs Labeling auszuwählen. Das Wichtige ist, wo können die Algorithmen laufen? Also die können einmal integriert werden in der Cloud, die können aber einmal auch integriert werden in der Data Ingest oder in der Copy Station, könnten aber auch in einem Embedded Data Logger mit integriert werden. Das heißt natürlich, man hat im Embedded Data Logger weniger Compute wie in der Cloud. Die Algorithmen sind aber von der Genauigkeit so adaptierbar, dass sie auch auf einem Embedded Data Logger laufen, allerdings dann mit einer geringeren Genauigkeit. Der wichtige Punkt ist, das Ganze funktioniert mit Single Data Points, aber auch mit Sequenzen und kann auf jeglichen Art eines visuellen Sensors angewendet werden. Hier sehen wir Kamerabild, funktioniert aber auch mit LiDAR, Radar oder mit Ultraschall zum Beispiel. Ja, auf der nächsten Seite habe ich nochmal eine Übersicht, wie, wenn die Daten jetzt hoffentlich die richtigen Daten ans Labeling, an die Labeling-Companies geschickt werden, was passiert denn danach? Wenn dann die gelabelten Daten zurückkommen, empfehlen wir eine Qualitätssicherung der annotierten Daten. Warum? Wir haben einfach in Projekten gesehen, dass sich sehr, sehr viele Labeling-Fehler einschleichen, dass es zum Beispiel falsches Klassenmapping gibt, dass zum Beispiel Bounding-Boxen die falsche Größe haben oder dass Objekte komplett übersehen wurden. Und das würden wir hier mit einer Qualitätssicherung der Labels
detektieren. Wir haben dazu Auto-Checks am Laufen, die bestimmte Metrik im Vorfeld abchecken, aber auch ein QA-Tool, in dem unsere Quality-Engineer die Daten entsprechend den Anforderungen nochmal sichten. Das Ziel ist, die ganzen Labeling- und Annotation-Fehler im Vergleich zu der Labeling-Spezifikation zu finden und die der Labeling-Company zurückzureporten. Damit hat die Labeling-Company die Möglichkeit, das zu korrigieren. Und im zweiten Schritt, in der zweiten Iteration, werden dann hoffentlich diese kompletten Fehler korrigiert. Wir würden das nochmal überprüfen und wenn dann hoffentlich alles in Ordnung ist, stellen wir einen Qualitätsreport zur Verfügung und würden für den Kunden ein hochqualitatives Datenset erstellen. Damit hat man die Möglichkeit, die KI-Modelle sehr gut zu trainieren. Es werden keine Fehler trainiert, weil man mit korrekt gelabelten Daten eben arbeitet. Zusammenfassend, Dominik, wenn du auf die nächste Folie nochmal gehst, ist unser Ziel, ein hochqualitatives Datenset zu erzeugen und damit und dazu ist ein Zweiklang nötig. Einmal ist es wichtig, den richtigen Data-Content zu finden, um das Datenset mit dem richtigen Inhalt anzureichern. Bieten wir Algorithmen mit unserem Intelligent Data Collection Framework an. Der richtige Inhalt ist aber nicht genug, sondern der richtige Inhalt muss auch korrekt annotiert werden. Und das stellen wir mit unserer Data Quality Assurance sicher. Und damit hat man die Möglichkeit, ein hochqualitatives Datenset zu erzeugen. Und das Ganze ist der Enabler für eine sichere und verlässliche KI-Funktion im Produkt. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank soweit. Ich freue mich auf diese Fragen. Sie können mich auch natürlich auf LinkedIn erreichen oder auf via meiner Mailadresse. Das ist florian.netter@insender.ai. Und dann gebe ich an den Carsten Kutzer von Lenovo weiter. Dankeschön. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Carsten Kutzer. Ich arbeite bei der Lenovo Data Center Group als HPC-Architekt. Die Lenovo ist vielen sicherlich geläufig über die ThinkPads, also die Notebooks oder auch aus dem PC-Markt. Dass Lenovo auch im Data Center unterwegs ist und zwar massiv, ist nicht allen so geläufig. Die Quelle oder die Ursache ist eigentlich, dass die Lenovo in 2015 damals von der IBM den x86 Serverbereich übernommen hat. Das war auch der Zeitpunkt, in dem ich von der IBM zur Lenovo gewechselt bin. Und seitdem wird dort das Thema x86 Server auch in der Lenovo sehr, sehr stark vorangetrieben. Die Data Center Group hat Spezialisierungen, unter anderem eben High Performance Computing und AI. Und das ist der Bereich, in dem ich unterwegs bin. Wir haben diese beiden Bereiche ein bisschen zusammengefasst, weil die Anforderungen relativ ähnlich sind. High Performance Computing, also klassische Simulationen, braucht auch sehr, sehr viele Daten, Petabytes an Daten, Gigabytes an Durchsätzen, auf der anderen Seite auch sehr, sehr starke Compute Power und auch zunehmend immer mehr Acceleratoren, GPUs, so wie wir sie im AI-Umfeld letztlich auch benötigen und brauchen. Der zweite Grund ist, dass viele Kunden, die in diesem Simulationsumfeld groß sind, auch sich zunehmend mit diesem Thema AI beschäftigen müssen, sei es jetzt, weil sie AI ganz klassisch betreiben, sei es, weil sie Simulationen letztlich über AI beschleunigen wollen, indem man sich nur bestimmte und relevante Teile von Daten anguckt, die man vorher über AI-Methoden rausgefiltert hat. Ja, bezogen auf dieses Projekt befinden wir uns jetzt im Data Center. Das heißt, wir haben Daten gespeichert, wir prozessieren diese Daten. Über die Software-Schichten haben wir gerade schon sehr, sehr viel gehört. Jetzt gucken wir uns so ein bisschen das Thema Hardware dazu an. Grundsätzlich für das Speichern von Daten wird man einen Server benutzen, der irgendwo steht in einem Datacenter. Aber die Erwartung ist erstmal, naja gut, das ist irgendwie sowas Cloud-artiges, das funktioniert irgendwie und man muss sich nicht groß drum kümmern. Aber gucken wir uns trotzdem das Thema Cloud mal ein bisschen näher an.
Der Frank Krämer hat es eben schon mal besprochen, kurz. Wir haben eigentlich eine grobe Unterscheidung zwischen Private Clouds und Public Clouds. Und Cloud ist jetzt eigentlich mehr so der Begriff, der im Gegensatz zu traditionellen IT steht. Traditionelle IT im Sinne von zentralisierten, relativ starren Systemen, die nicht sehr flexibel sind. Cloud bringt jetzt einen ganz neuen Gedanken da rein. Das ist eigentlich für die Benutzer ein sehr, sehr bequemes Modell, um ihre Bedürfnisse an Rechenleistung zu befriedigen. Und zwar on demand, ohne dass ich da irgendwelche Anträge lange ausfüllen muss und dann monatelang warte. Und auf der anderen Seite, für den Betreiber ist es ein Modell, mit dem er viel, viel flexibler auf Anforderungen auch der User reagieren kann und sich den Anforderungen anpassen kann, um einfach relevant zu bleiben. Cloud kann entsprechend sowohl on-prem auf eigener Hardware passieren oder es kann in der Public Cloud passieren. Public Cloud ist natürlich bekannt über die großen Anbieter, die wir dort haben. Und es hat durchaus natürlich einen ganz besonderen Charme, weil man sehr, sehr einfach dort an Rechenleistung herankommen kann. Es gibt allerdings auch ein paar Nachteile, die sich zeigen können. Das ist sowas wie relativ unkontrollierte Ausgaben, die da aufgrund von vielen, vielen Kreditkarten irgendwo mal zusammenlaufen, wo letztlich eigentlich kein zentrales Management ist. Auf der anderen Seite gibt es auch solche Dinge wie gesetzliche Vorgaben, sei es Datenschutz oder auch andere Dinge, die manchmal in so einer Public Cloud schwieriger zu adressieren sind. Deswegen hat eine Private Cloud ihre Berechtigung darin, dass sie eben diese speziellen Bedürfnisse abdecken kann. Und das kann man tun, indem man zum Beispiel auf der Private Cloud auch wirklich diesen täglichen Workload, der diese besonderen Anforderungen hat, laufen lässt. Aber über entsprechende Softwaremechanismen, wie der Frank Krämer das eben auch dargestellt hat, kann man durchaus auch die private Cloud erweitern, um die Public Cloud in einem hybriden Cloud-Ansatz. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, alles gemeinsam zu betreiben und die Vorteile aus beiden Welten zu nutzen. Wenn wir uns jetzt die Data Garage hier als Projekt angucken, was haben wir hier? Wir haben auf der einen Seite den Cloud Storage, also wir haben entsprechend Server, die im Rechenzentrum stehen und die Daten erstmal wegspeichern. Und daneben haben wir spezialisierte Server, die in der Lage sind, sehr, sehr große Mengen an Graphical Processing Units, also GPUs, unterzubringen, um diese ganze AI-Beschleunigung wirklich auf die Straße zu bringen. Wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann irgendwo User, die dann irgendwo vielleicht über eine leistungsstarke Workstation auf diese Daten zugreifen möchten. Wir haben im Moment auch gerade das Thema, dass viele Leute von zu Hause aus arbeiten, wo eben die Workstation nicht frei unter dem Schreibtisch steht. Dort ist das Thema Remote Desktop eine ganz, ganz interessante Geschichte, wo ich letztlich die Processing Power im Datacenter habe mit den 3D-Beschleunigern und mir dann auf einem kleinen Laptop, der zu Hause steht, die Daten quasi nur noch anzeige. Und die 3D-Visualisierung, die eigentliche Berechnung, findet im Rechenzentrum statt. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite mal gucken, was könnte man sich noch überlegen? Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, auf den Straßen, irgendwo komme ich an Hotels vorbei, wo vielleicht die Menschen, die diese Autos bewegen, auch übernachten möchten. Oder man kommt an Raststätten vorbei. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, wo man vielleicht irgendwo schon mal so ein bisschen Pre-Processing oder ein Pre-Laden der Daten in Richtung Data Center anstoßen könnte. Aber oftmals sind eben diese Bandbreiten nicht vorhanden, die man dazu braucht. Deswegen wäre so ein Edge-Server eine ganz schöne Sache. Ein Edge-Server, der von den Ansprüchen sehr, sehr anspruchslos ist. Also nur 220 Volt-Anschluss. Ich brauche keine besondere, saubere Luft dort, sondern den kann man einfach irgendwo hinstellen. Und dieser Edge-Server könnte mir dann schon mal einen Teil vom Pre-Processing abnehmen und die Daten dann in das Data-Center schieben. Das geht jetzt hier so ein bisschen über dieses Data-Garage-Projekt hinaus, ist aber schon mal so ein Blick dahin, was könnte man denn noch so machen in dieser Umgebung. Ja, das Schöne ist, dass wir als Lenovo hier eine komplette Kette, auch was jetzt die Hardware zum einen angeht, aber auch Service und Support anbieten können. Weil man darf nicht vergessen, dass hier Daten verarbeitet werden, die irgendwo wichtig sind. Man möchte irgendwo Ziele erreichen im Projekt, man hat Zeitpläne und deswegen ist das relativ wichtig, dass man dort einen guten Support hat. Ja, dann vielleicht nochmal der Gedanke, was braucht man noch? Wir brauchen natürlich, um hier die Performance auch optimal aus dem System rausholen zu können, einen Partner mit einer gewissen Erfahrung, was das Tuning dieser Geschichten angeht.
Und die Lenovo hat dann einen ganz guten Track Record, wie man so schön sagt. Bei den 500 weltschnellsten Supercomputern haben wir etwa ein Drittel der Systeme, die dann rein über Lenovo-Systeme gemacht oder bereitgestellt werden. Also ein Drittel der 500 schnellsten Supercomputer der Welt läuft auf unserer Hardware. Und entsprechend haben wir die Erfahrung, was das Tuning solcher Systeme angeht. Dann im nächsten Schritt, ich will natürlich auch, dass das Projekt nicht nur schnell vonstatten geht, sondern dass es auch zuverlässig läuft. Und Zuverlässigkeit fängt irgendwie unten bei der Hardware an. Auch da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir mit unseren Servern dann eine sehr, sehr gute Uptime haben. Das haben wir uns auch wieder mal bescheinigen lassen von der ITIC. Das ist ein unabhängiger Report, der 1200 Kunden etwa befragt. Und da waren wir ganz oben, was die Zuverlässigkeit der Server angeht, zum 7. Mal in Folge jetzt. Ja, und am Ende, wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft gucke, es ist auch wichtig, einen Hardware-Provider oder Partner zu haben, der in dem Thema Entwicklung auch ziemlich weit da vorne ist. Weil es kommen in der Zukunft ganz neue Entwicklungen. Wir werden sehen, dass CPUs und auch GPUs irgendwo über 400 Watt Power verbrauchen. Und man muss irgendwo sich Gedanken machen, wie kann man denn das am Ende auch noch kühlen in einem Rechenzentrum. Die Lenovo ist da führend, was das Thema direkte Wasserkühlung angeht. 2012 haben wir entsprechende Systeme auf dem Markt und haben auch jüngst erst wieder in großen deutschen Ausschreibungen entsprechende Systeme verkauft. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück. Klasse. Danke euch allen. Das waren super Einblicke in die jeweiligen Prozessschritte, die bei der Datengarage wichtig sind. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ob die ein oder andere Frage reingekommen ist. Jan? Ja. Hast du einen Überblick über die Fragen? Ja, im Chat. Sekunde. Also ihr könnt die Fragen über den Chat stellen. Den findet ihr unten im Bildschirm. Bei mir taucht er nämlich nicht auf. Bei mir ist der. Ich schreibe mal eine Nachricht rein. Ah, so, jetzt hier die erste Frage. Welchen Software-Stack verwenden Sie in dem Projekt? Hallo Dominik, bist du da? Ja, Software, das geht dann in Richtung vom Florian, oder? Also aus Sicht der KI-Module verwenden wir TensorFlow Backend, gepaart mit der TensorRT Engine von NVIDIA GPUs. Ansonsten haben wir jetzt keinen speziellen Software-Stack und in genau dieses Environment werden sozusagen unsere KI-Modelle integriert. Ich weiß nicht, Frank, vielleicht kannst du noch was zum IBM Software Stack nochmal sagen, alles an der Cloud, was unterhalb des Object Storage ist, dass man das vielleicht auch noch mit beantworten kann. Wer soll das sagen? Ich glaube, die Frage ging in Richtung IBM, oder? Ja. Ob der Frank dazu noch was sagen will. So, jetzt bin ich angemutet. Ja, genau, musste mich anmuten. Ja, also klar, im Software-Stack Linux, klar. Also wir verwenden da Customized Linux oder Linux, was entsprechend ist. Das ist aber auch containerisiert, virtuell in diesem Object Store eigentlich was fix und fertig sozusagen kommt, was nicht vom Kunden irgendwie gemanagt werden muss oder so. Und das, was wir dort an dem Cost-Layer in der Cloud haben, ist ja sowieso sozusagen nur ein Service, auf den ich quasi nur über APIs zugreife. Aber klar, klassischer Linux. Super, danke. Andreas Schwager fragt, haben Sie auch Preisinformationen? Also ich nehme die Frage jetzt mal gesammelt auf. Genau, ich glaube, sowas muss man sehr, sehr...
sehr, sehr individuell sich anschauen, wie groß das Projekt sein soll von der vom Umfang her, ja, und auch von der Definition her, was soll alles im Projekt mit dabei sein. Deswegen aufgrund der Individualität können wir da jetzt natürlich keine Preise ausgeben. Sie können gerne auf uns zukommen und dann würden wir uns einfach mal mit Ihnen zusammensetzen, um zu schauen, wie man da für Sie was gestalten kann. Welche Trends seht ihr im Bereich Autonomous Driving, insbesondere Software-Plattformen durch Corona, Covid-19? Also der Trend ist relativ klar, dass, glaube ich, im Moment die Testflotten sind ja, sagen wir mal, das ist physikalisch gegeben. Das heißt, ich kann die Testflotte ja nicht verzehnfachen oder jetzt verhundertfachen. Obwohl mein B-Plus wird natürlich sicherlich auch eine zehnfach größere Testflotte ausstatten können, das ist keine Frage. Aber ich denke, da sind reale Kosten halt damit drin. Ja. Und was wir, glaube ich, sehen, ist, dass es weiterhin eine Testflotte gibt, eine reale Testflotte, aber das wird dann über Simulationen und über Computing und über AI-Modelle diese Daten eigentlich vervielfachen. Ja? Also, dass ich Dinge auch umrechne. Ja? Also sage, ich fahre tagsüber in dem schönen Wetter im Frühling und dann gehe ich natürlich mit dem AI-Modell dran und rechne diese Szene um auf eine andere Jahreszeit zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz übliches Modell und so weiter. Aber gibt es in diesem Bereich Veränderungen wegen der aktuellen Krise? Glaube ich im Moment eigentlich nicht. Die Simulation wird immer wichtiger, mehr oder minder. Okay. Nächste Frage. Wird ein Orchestration-Tool eingesetzt? Wir haben kein gemeinsames Orchestration-Tool, weil die Dinge, die ja im Auto passieren, ja komplett autark sind, mehr oder minder. Aber ich denke, das, was im Data Center passiert, da gibt es sicherlich ein Orchestration-Tool, da sind wir sehr, also unser Vorschlag wäre natürlich Red Hat OpenShift, also eine Containertechnologie und ein entsprechendes Containermanagement. Und ich denke, auch das geht Hand in Hand mit dem, wenn ich dort von On-Prem auf Cloud umschalte. Auch im Cloud-Umfeld ist es ja üblich, dann mit entsprechenden, sagen wir mal, Kubernetes-basierten, cloudifizierten Modellen dann halt zu arbeiten. Das wäre, glaube ich, so die Standardantwort dort. Mm-hmm. Aus Sicht der Software Excellence würden Sie... Achso, sorry. Ja? Kleine Ergänzung dazu noch, weil der Frank auch Red Hat erwähnt hat. Red Hat ist auch einer der Partner bei uns im Technology Experience Lab. Das heißt, das können wir auch sehr, sehr leichter integrieren. Und falls auch Bedarf in eine andere Richtung entsteht, können wir natürlich da auch entsprechend darauf reagieren. Also wir haben mehr als 140 Partner in dem Lab und können das entsprechend sehr, sehr individuell ausgestalten. Cool, danke. Nächste Frage. Aus Sicht der Software Excellence, würden Sie mit Waymo zusammenarbeiten? Also Waymo, für die, die das nicht wissen, Waymo ist eine Tochter von der Firma Google. Und die sind natürlich in diesem Umfeld, amerikanische Firma, sehr, sehr, die sind da weltweit sicherlich führend in diesem Umfeld. Und aber ich glaube, das stellt sich nicht die Frage, dass wir als POC-Gruppe jetzt, die wir sagen, wir haben sowas mal exemplarisch durchgeführt, würden uns natürlich freuen, wenn die Waymo-Leute sagen, tolles Konzept, würden wir uns natürlich mit denen austauschen irgendwie. Aber ich glaube, das ist ein Rennen, was hier halt läuft. Ja. Und Waymo ist sicherlich einer der sehr schwergewichtigen Mitglieder in diesem Umfeld. Trotzdem gibt es sicherlich einen Austausch und viele Teile von der Technologie, die wir machen. Also Waymo macht auch ein Recording, fährt mit Sensoren rum, nimmt Daten auf, muss Labeling machen. Ne? Das ist quasi völlig identisch. Super, danke. Nächste Frage ist, welche Bandbreiten werden zwischen den einzelnen Bereichen erwartet und geboten? Ja, man hat es ja vorhin deutlich gesehen, dass wir da... Ja, ich würde sagen... Wie bitte? Der Dominik ist abgehängt. Dominik. Ja.
Also man hat es deutlich gesehen, dass wir die Datenmengen, die wir aus den Autos rauskriegen, und je größer die Testflotten sind, das war ja jetzt nur ein Testauto, was wir haben. Ja, wenn da jetzt 10 oder 20 oder 30 Testautos jeden Tag rumfahren, dann ist das da der Multiplikationsfaktor. Das heißt also, ich muss eine skalierbare Infrastruktur halt haben. Ja, und diese Daten einfach mal weg, einfach die da aufgenommen werden, muss ich ja irgendwie wegspeichern können. Ich denke, das Wichtige, was wir dabei zu sagen haben, ist, das Ganze wird nur im Umfeld von der Colocation funktionieren. Ich kann das nicht in einem eigenen Datacenter machen. Ja? Also die Erde ist da keine Scheibe und der Mittelpunkt dieser Welt ist, ich brauche dort Netze. Und diese Netze müssen hoch und breitbandig sein und die müssen zu einem sehr, sehr vernünftigen Kostenlevel funktionieren. Hm. Und deshalb muss ich dorthin gehen, wo diese Netze und wo die Bandbreite verfügbar ist. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich petabyteweise Daten von Frankfurt nach Singapur schaffen kann. Das ist gar kein Problem. Ja. Aber wenn ich schon in Abstadt bin, ja, dann bin ich sozusagen netzwerktechnisch abgehängt. Ja. Und da liegt genau das Problem halt. Ich muss diese 10-spurige Autobahn haben. Ja. Das ist das, was ich dort habe. Und der Dominik hat es ja schon gesagt, im Entity Data Center sind Direct Cloud Verbindungen. Alle Cloud-Partner sind dort angeschlossen. Ja. IBM Cloud, Alibaba Cloud, Google Cloud, AWS Cloud, die sind alle on Campus. Und diese Multi-10-Gigabit, 100-Gigabit-Leitung, die muss ich schalten. Und die muss ich schalten können technisch und die muss ich schalten können vom Preis her. Dann wird das rund. Ja. Ansonsten bin ich da hoffnungslos verloren. Ja. Ja. Danke. Ist es auf der Seite von B-Plus möglich, nur eine selektive Aufzeichnung von Daten zu machen und schon während der Fahrt zu taggen, Incident Recognition? Hallo, seid ihr noch da? Ja, hallo, jetzt bin ich unmuted. Ja, danke für die Frage. Natürlich gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das Recording zu starten, Recordings entsprechend intelligent zu machen. Wir haben in dem Schaubild auch gesehen, dass wir durchaus auch in dem Konzept, in dem Fahrzeug, das wir drin haben, auch die Möglichkeit haben, AI bereits im Fahrzeug anzusetzen, um Szenen zum Beispiel zu erkennen und diese wiederum dann auch entsprechend in ein Recording umzusetzen. Das sind alles Themen, die das modulare Konzept, das auch im Fahrzeug schon vorherrscht, natürlich möglich macht letzten Endes. Aber es gibt natürlich auch das Klassische, wir zeichnen alles auf, je nachdem, in welcher Situation, in welcher Phase der Entwicklungsschritte ich bin. Oder ich nehme das klassische Modell eines Fahrers, der dann per Knopfdruck letzten Endes über den Ringpuffer entsprechend Daten ablegen kann. Da ist man sehr individuell skalierbar und einstellbar, je nachdem, wie man das Konzept auch aufzieht. In unserem Fahrzeug haben wir einen leistungsfähigen Rechner, der auch KI-Technologie mitnehmen kann. Und in dem Konstrukt zusammen gehen wir auch in Richtung intelligentes Logging. Vielen Dank. Und die nächste Frage wäre an Incender. Welches Geschäftsmodell verfolgt Incender, Engineering-Dienstleistung oder SWG? An der Stelle ist es in der Tat wirklich beides. Also bei dem Intelligent Data Collection Framework verfolgen wir eher ein Software-Tool und Lizenzen, die wir vertreiben wollen. Natürlich unsere Algorithmen, die wir von der Genauigkeit her natürlich auch so runterdrücken können, dass die auch zum Beispiel auf einem Embedded Data Logger oder auf dem Rechner von B-Plus im Fahrzeug laufen können. Da ist es wirklich ein Software-Tool. Bei der Qualitätssicherung haben wir wirklich einen Zweiklang. Also das heißt, wir haben automatisierte Tests, die Checks durchführen und dadurch einen automatischen Report erstellen. Das ist sozusagen der Basic QA-Service. Und dann gibt es sozusagen noch den Premium-Service, wo wir als Dienstleistung eben anbieten, dass wir mit unserem speziell entwickelten QA-Tool, das im Moment jetzt eben nur auf unseren Rechner läuft, noch nicht in der Cloud, wo dann unsere Quality Engineers wirklich diese Daten komplett nochmal sichten und wo eben da einfach ein Mensch nochmal drauf schaut. Also ich denke, so kann man das aufteilen. Okay, vielen Dank. Super.
Ja, man merkt schon, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, alle weiteren Fragen können Sie uns gerne direkt stellen. Wir setzen uns mit Ihnen gerne zusammen. Wir freuen uns riesig, dass Sie mit uns das ganze Thema angegangen sind und jetzt bis zum Schluss mit dabei geblieben sind. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei allen Speakern und vor allen Dingen bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.